push me! Get away! Guinness! Exe! No way! What do we do? Sandinista's right. I'm looking for someone. Mi viejo! Shh! He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Then that makes you his delegado, right? Relax, I'm not your enemy. Cuban. A cigar? I'll take whatever you've got. I owe you one. But I prefer cigarettes, you know. How do I look? A little like Elche, no? You Cubano? Colombiano. A photographer. I came to Costa Rica to take pictures of birds. Birds? Yeah, quetzals. You've got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephoto's for amateurs. It's all in the timing. Oh. Let me smoke too. We can talk until I finish this. Chico! Tell me what's going on here. This place is crawling with soldiers. They don't look like private security. More like hired guns. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard they're a security force hired by Codesa. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLAs. UCLAs? La CIA? I saw them, setting up shop in town. They're planning to do here what they did in Chile. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across a suspension bridge. Factory to the north, across a bridge. Have you seen the big transport boat? Mercenary crew on the Rio del Jade. You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Yarasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there, but I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it! All right! This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. A monster? Y mi viejo. Mi viejo, papá, he was la esperanza, our hope. Now that papá's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papá was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of las compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. You carry on his legacy of La Esperanza, and they'll follow you, no question. You think so? My compas trust me, but not one of them calls me comandante. Amanda! See what I mean? El Colibri! Ah, jetzt müssen wir das Viech auch nur treffen. Komm mit einer Mission. Bam.
Sehr schön. Ja, kommt hier die nächste. Und wieder ein Treffer. So, jetzt das große. Oh no! What the hell? Es un hombre nuevo, an unmanned weapon, a robot. No, he won't survive the fall. Out of my way! Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well retreat. Snake, what was that thing? Whatever it was, it looked unmanned. Unmanned? I'd heard rumors, but an operational unit? What the hell is going on here? Not to quote Amanda, but the hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means one thing. It's nukes. So the question now becomes, why? We can't make that call yet. We need more intel. How? Our source is dead. But his daughter isn't. Good thinking. We can follow her. Head for the next outpost and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. So, momentan sind keine Personalberichte, aber ein Bericht vom F&E-Team. Deshalb gehen wir mal kurz zum Modderbase. So, was haben wir denn hier? Handfeuerwaffe, deren Effekt. Die Haltbarkeit des Schallwaffe wurde vom F&E-Team erhöht. Sehr schön. Eine Rakete war kompakt und leicht, sodass sie mehrere gleichzeitig mitführen können. Ein Nachteil besteht in der geringen Durchschlagskraft. Okay. Gerät zur Analyse von Informationen über Feinde in der Nähe, die nach dem Ausrüsten angezeigt werden. Nützliches Werkzeug auf Missionen. Das haben wir alles. Okidoki. So, das heißt, wie kann ich da was mitnehmen? Ja, oder nimmt er das immer automatisch mit? Das weiß ich eben nicht. So, schauen wir mal hier kurz rein. Was können wir hier machen? Hier brauchen wir ein höheres Level. Gibt's. Ah, hier die Schneu. Okay. Wie können wir die mitnehmen? Oh. Steuerungshilfe. Machen wir die mal weiter, oder? Ah, oh. Level 42. Medizinisches Team. Intel-Team. Alter, was für Teams probieren wir da alles? Schauen wir da mal kurz rein. Wir sind lauter neue Leute. Vor allem, wie erhöht es die ganzen Leute immer? Das weiß ich eben gar nicht. Hier, der ist im Kampf besser geworden. Okay, warum? Ich hatte heute Morgen zwei Eigelbe in einem Ei. Oho, also werde ich heute doppelt so hart arbeiten. Oder wenigstens nur halb so viel meckern. Okay, beides positiv. Fähigkeit Ingenieurswesen ist eigentlich auch komisch. Weil er bei Kampf so gut ist. So, was können wir hier machen? Die Liste. Ah, okay, da wird es so angezeigt. Also wird es zurückgegangen. Jetzt haben wir hier einen Wartebereich. Und den machen wir jetzt hier da rein. Der da auch da rein. Dann kommen alle da rein, weil die alle vom Ding her gut sind. Der ist gut im Kampf. Machen wir Kampfeinheit. Der da auch. So, der da ich auch. Was ist hier Wartebereich? Die sind hier alle drin. Also die sind ja automatisch da drin. So, die hier alle. Der ist eher F&E. Der Rest mehr in die Kampfeinheit rein. So, der da auch. Der ist richtig gut. Okay.
Und dann würde ich mal sagen, starten wir wieder die nächste Mission. So, und zwar die Suche nach Amanda. The direction Amanda's Sandinistas were going corresponds to the location of the next outpost, a supply depot. We should be able to make contact with her there. They've got reinforcements coming. So, na super, einmal Verstärkung. So, wir haben jetzt auch wieder mehr Munition. Wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Ah, das ist aber nicht gut, dass sie hier in die Richtung rennen. So, wo schnell kann ich eigentlich hier weiter? Hier geht's doch weiter. Ah, hier wieder einmal zurück, okay. Und wo müssen wir hin? Ich denke mal, jetzt können wir nach oben gehen. So, hier waren wir schon. Dschungelschlucht, Sumpf und so, das ist ja schon alles erkundigt. Klar, wären wir jetzt an den ganzen Gegnern vorbei, dann hätten wir es natürlich schneller gehabt. Aber dann probieren wir mal den Weg hier aus. Ach so, ich komme gar nicht hinten rum. Auch nicht gut. Schalldämpfer wieder drauf. So ein Blatt im Weg. Ah, dass der mich nicht sieht. So, an dem schleichen wir uns mal vorbei. What's going on? So, der hat nur seinen Kollegen gerade gesehen. So, aber so viel schneller war das jetzt auch nicht, weil wir können jetzt hier nach oben gehen. Da war ja der Weg versperrt. Hurry. Hier hin. So, noch einmal. So, weil hier waren wir auch noch nicht. Ah, hier ist die Hängebrücke. You might be able to get past the enemy by hanging from the bridge. Press the action button near the bridge's handrail to hang. Nee, ich mach das anders. Down when you're crouching. Und wie kann man da hängen? Da müssen wir vielleicht da. Ne, nicht hinlegen, sondern aufstehen. Ah, okay. Moment, die Anzeige, weil der kann ja eigentlich ja nicht ewig lang da rumhängen, oder? Bei mir geht's jetzt nach oben. Einmal so. So, warte, wir gehen ja eh im Gebiet weiter, also können wir den mal durchsuchen ein bisschen. So. Ein paar Mal abklopfen. Oh! Schnell hier weg. Alter, warum ist der so schnell aufgestanden? Da waren noch voll viele Sets noch über seinem Kopf. So, jetzt kommen wir hier in ein neues Gebiet. Oder? Ah, ist mal auf der anderen Seite von dem Sumpf. Alles klar. So. Kommt der bis hier runter? Oder nicht? Das weiß ich jetzt eben gerade nicht. Da fahren wir hier rum. What's going on? So, einmal hier wieder schön abgelenkt. So, an dem auch hier perfekt vorbei. So, Sortierschuppen. Okay, gehen wir mal da nach oben. Wird wieder ein bisschen größeres Gebiet und dann kommen wir sogar schon ins Zielgebiet. So, ich denke mal, hier können wir vielleicht ein paar Sachen finden. They might be holding FSLN soldiers prisoner. So, was haben wir denn hier Tolles?
viel haben wir denn da? Da hinten rennt einer. Hier rennt einer. Oh no, no, no. Da drüben. Oh, da sind noch zwei. Da hinter dem Zaun steht noch einer. So, hier kann man nicht rein. Hier ist auch nichts. Oh, was haben wir hier Tolles? Schon wieder ein Zweierkarton. Alter. Send a prisoner to Mother Base. Equip the Fulton Recovery System. Select equipment by pressing the square or circle button while holding the L2 button. Ah, das da. Okay. Ah ja. Durch die Decke durch, auch sehr realistisch. Fulton Recovery Subject confirmed onboard helicopter. Das ist natürlich auch genial. Können wir hier durchschießen? Na, ich lasse ihn mal. Reicht den auch zur Basis? Okay. Kämpft er dann vor uns mit? Was sagt der Kollege jetzt? Fulton Recovery Helicopter is complete. Ja, können wir da ja. Ja, weiß nicht, gibt es einen Unterschied. Ich denke mal, die da sind eher so für einen Kampf geeignet und die Gefangenen vielleicht irgendwie für andere Sachen. Dann kann man die ja so ein bisschen verstecken. Das ist ja auch geil. Dann nehmen wir die alle mal mit. Zack. 6 Stück haben wir noch. Obwohl, erstmal eine Runde abklopfen. Ah nein, ich habe das noch ausgerüstet. Das war natürlich wieder ein bisschen blöd. Und da drüben ist noch ein Gefangener. Kommt der dann, nervt jetzt hier ein bisschen. So, ich muss aber eigentlich auch sagen, die Steuerung so an sich ist eigentlich schon relativ geil. Wo ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, weil ja das Ganze vor die PSP entwickelt wurde. So, nehmen wir mit. Und hier noch. Jetzt haben wir die restlichen drei, die lassen wir mal, die behalten wir mal vielleicht vor irgendwelche Gefangenen. Vielleicht sind Gefangene halt auch ein bisschen besser. Oder sollen wir den noch mitnehmen? Na komm an. Einen können wir noch. Ist ja auch aus dem Weg. Was haben wir hier? Tigerstreifen! Das heißt, es gibt auch verschiedene Tarnungen. Erhöht den Tarnindex in der Nähe von... Hä, hey, warum Tarnindex? War das nicht Tigerstreifen? Warum dann Tigerstreifen in der Nähe vom Wasser? Oder war das irgendwas anderes doch?